geht im nächsten Spiel um Kaufen, dass man Bildung kaufen kann. Ein Spiel, das Konsumenten überzeugt hat, es zu kaufen, bevor es überhaupt erschien. Es wurde mit $72.000 auf Kickstarter finanziert. Niche, a Genetics Survival Game, kann man sich kaufen, um sich die Mechanismen der Evolution spielerisch zu erschließen. Dahinter steckt ein Team, das von Philomena Schwab angeführt wird. Vom SRF wird sie als Aktivistin, Idealistin und Games-Entwicklerin vorgestellt und sie ist eine der einflussreichsten 30 unter 30-Jährigen im Bereich Technologie und heute hier, um über Niche zu sprechen. Herzlich willkommen. Danke. Ja, hallo zusammen. Freut mich, dass ich euch heute ein bisschen was über Niche, a Genetic Survival Game, unsere aktuelle Spieleproduktion, erzählen darf und wie sich Niche als Entertainment Game in die Klassenzimmer geschlichen hat. Mein Name ist Philomena Schwab, ich komme von Strayfawn Studio. Es ist ein ganz neu geborenes Indie-Studio aus Zürich, gerade erst im November frisch gegründet. Und wir sind gerade so zu fünft am Versuchen, uns als Indie-Entwickler durchzusetzen in einer der teuersten Städte der Welt. Gut, vor 7 Jahren hat das Thema noch ganz anders ausgesehen. Ich konnte mich nämlich damals nicht entscheiden, ob ich Biologie oder Game Design studieren möchte. Es war schon irgendwie schwierig, zum Game Design zu kommen über ja, Gestaltung, ich mache Comics, Programmieren ist auch noch cool, ich mache Games. Und dann kam aber noch das ganze interessante Thema der Biologie dazu, wie ihr euch vorstellen könnt oder wie der Kontext jetzt hier schon verrät, schlussendlich gewonnen haben die Games. Aber auch während dem Studium hat mich das ganze Biologie-Thema nicht losgelassen. Ich habe verschiedenste Game-Prototypen entwickelt, aber irgendwie fehlte mir da immer noch so was bei. Und deshalb habe ich mich dann schlussendlich entschlossen, als Bachelorarbeit ein Spiel zum Thema Populationsgenetik zu entwickeln. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ihr dazu wisst. Ich habe mich dann entschieden, diese 5 Pillars, also diese 5 Säulen der Populationsgenetik, man hat vielleicht schon gehört, Natural Selection oder Mutation und so weiter, zu nehmen und zu versuchen, aus diesen 5 Säulen eigentlich die Kernmechanik von unserem Game zu schaffen. Die Vision war damals und ist es heute noch. Einfach erzählt kann man sich so vorstellen, ich gebe jetzt jedem von euch einen Laptop und lasse euch eine Stunde spielen und am Anfang sehen eure Tiere, ihr habt dann so eine Tiergruppe, um die ihr euch kümmern müsst. Am Anfang sehen die alle recht ähnlich aus, aber ich gehe dann eine Stunde weg und wenn ich wieder komme, dann hat Michael hat sich auf dem Weg in die Wüste gemacht und hat sich dort von Hasen ernährt und kann jetzt voll schnell rennen. Oder Moritz von vorhin ist vielleicht in den Sumpf gegangen und hat sich von Fröschen ernährt und musste sich aber mit der heißen Temperatur auseinandersetzen. Oder mit der kalten Temperatur oder mit sonstigen Natureinflüssen, was für Nahrung man gegessen hat und so weiter. Und am Schluss sehen wir alle völlig unterschiedlich aus und haben so ein bisschen unsere eigene Spezies zusammengebastelt. Viele von euch kennen wahrscheinlich Spore. Ich habe dann so an diesem Punkt, als diese Vision mal so gestanden hat, habe ich mich umgeguckt, was gibt's eigentlich sonst noch für Spiele zum Thema Genetik und Evolution. Und Spore war dann so das eine große, aber so die letzten 10 Jahre ist dann nicht mehr so viel passiert. Und dachte ich, doch, könnte man vielleicht mal versuchen, hier was zu basteln. Genau, dann kam der erste Prototyp zustande. An der ZADK als Bachelorarbeit oben rechts sehen wir eine sehr typische Technik der ZADK-Leute. Wir Paper-Prototypen sehr gerne. Also auch wenn man nicht programmieren kann, wenn man sich jetzt nicht an den Computer setzen möchte, um mal versuchen, was Game-mäßiges zu machen, nehmt euch einfach ein Stück Papier und ein paar Würfel. Und auch dort kann man schon sehr, sehr viel wertvolle Erfahrung sammeln, was es heißt, Motivationsloops zu designen und ob man es schafft, dass die Nachbarn dann auch mal 10 Minuten sitzen bleiben und seinen Papierkarton gebastelt. Das Ding spielt. Das Game ist tatsächlich, eigentlich könnte man es jetzt immer noch aus Karton und Papier nachbasteln und so spielen. Man bräuchte vielleicht einfach jemanden, der dann so ein bisschen die Rolle des Computers übernimmt und so ein paar Berechnungen für einen durchführt, sonst wird es ein bisschen mühsam. Dann gab es so die ersten digitalen Prototypen und am Ende des Bachelorstudiums, wir haben so, an der ZADK haben wir so 3 Monate Zeit, dann unseren Prototypen zu basteln, sah es dann so aus wie unten rechts. Und dann hatten wir das große Glück, von der Pro Helvetia eine kleine Förderung zu kriegen von 25.000 Franken. In der Schweiz sieht es fördergeldmäßig auch nicht besser aus als bei euch. Also wir sind da genauso am Kämpfen wie ihr.
Wir hatten jetzt in diesem Fall das Glück, dass wir ein bisschen was gekriegt haben. Und ich kann wirklich nur sagen, das sind 25.000 Franken. Gebt das diesen jungen Teams. Die können so viel damit machen. Wir haben dann irgendwie, keine Ahnung, für 7 Euro die Stunde gearbeitet und uns irgendwie durchgeboxt. Aber einfach diese kleine Motivationsspritze und dieses bisschen Geld hat sehr viel gebracht. Und ich würde wahrscheinlich nicht heute hier stehen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Deshalb unterstützt bitte eure jungen Entwickler. Genau. Und dank der Proelvetia und auch dank der ZHDK konnte ich dann ein bisschen mit dem Spiel rumfahren. Wir sind da in Afrika und in Indien und in Amerika gewesen, an kleineren Ausstellungen. Und ich konnte da auch so ein bisschen Zielgruppenforschung machen, an wen richtet sich das Spiel überhaupt. Das da bin ich mit 12. Das Spiel habe ich ursprünglich so designt, dass ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich jetzt 12 wäre und ich würde in einen Laden gehen, was für ein Spiel würde ich dann unbedingt dort stehen sehen wollen? Und mit diesem Bild vor Augen habe ich dann Nische entwickelt. Ich mag immer noch genau die gleichen Sachen wie damals mit 12, von dem her war es nicht so schwierig, Pokémon, je. Habe dann aber gemerkt bei diesen Ausstellungen, dass das Zielpublikum durchaus größer ist. Also es hat mich sehr gefreut zu sehen, es sind nicht nur die kleinen Mädchen, die es total toll finden, sondern auch erwachsene Männer können ihr Herz erwärmen für cute Tiere. Und die Grafik hat sie nicht abgeschreckt. Mit diesem neuen geschöpften Mut von diesen Ausstellungen, von den Leuten, die das Projekt toll fanden, haben wir dann eine Kickstarter-Kampagne gelauncht. Das war ziemlich genau jetzt vor einem Jahr, ging das zu Ende. Und mit diesen, wenn man noch PayPal dazu nimmt, etwa 75.000 Dollar konnten wir dann richtig mal anfangen, uns Zeit zu nehmen. Davor war es immer noch so ein bisschen Hobbyprojektmäßig, Wochenende. Da konnten wir dann wirklich alle mal hinsetzen. Das Team war zu dem Zeitpunkt, waren wir dann zu dritt und konnten da weiter dran rumfeilen. Haben auch einen Trailer gemacht. Oh, hello there. Der versucht, well, doch weiter auf dem Science-Thema aufzubauen. Well, well, I suppose you've come to learn about population genetics. Let me show you. Let's look at this group of females, living peacefully, enjoying the warm rays of the sun. But wait, something is hiding in the tall grass. Ah, a great example of gene flow. The new male joins the group, bringing in fresh genetic material. In most species, the female gets to choose the fastest, strongest mate out of a wide range of competing males. But sometimes, sexual selection is taking what you can get. Especially in small populations, the possibility for genes to increase their frequency is quite high. We call this genetic drift. Nature holds countless surprises. This one, for example, very different from its parents. A new hope for its tribe. Look at this mutant. Beguiling the females with its big, shiny horns. But life is not always calm and peaceful. Countless dangers lurk around every corner. Weather, sickness, climate change, and carnivores. Natural selection. How can you be so random? The 5 factors of population genetics lead to many, many different shapes and expressions. Finding your own niche and staying alive is hard. All the possibilities, the dangers, the endless worlds! You might ask yourself, Professor Frecklebottom, you're so much more intelligent than me. How will I ever learn? Don't worry, because just like me, you can get your biology degree by playing Niche, a genetic survival game. What? You're still there? Go study, I tell you. Genau, das hat dann auch doch einigen Anklang gefunden in der Science-Community. So sicher ein Drittel unseres Geldes von Kickstarter ist von Leuten gekommen, die vielleicht nicht unbedingt Games spielen, aber die es halt super finden, dass diese wissenschaftlichen Themen einfließen in Spieleproduktion. Mit dem Geld von Kickstarter konnten wir dann, wie erwähnt, das Spiel weiterentwickeln. Sieht jetzt circa in ungefähr so aus. Man spielt jetzt so auf verschiedenen Inseln seine Population und konnten das jetzt
im letzten September auf Early Access releasen. Bisher läuft es ganz gut. Unser fünfköpfiges Team lebt noch. Und wir sind jetzt auch immer noch so weiter im Endspurt am Entwickeln. Wir haben uns jetzt mal so den August vorgenommen als finalen Release, sind immer noch am Kickstarter Stretch Goals einbauen, mit denen wir es total übertrieben haben schlussendlich. Und testen da laufend mit unserer Testergruppe, wo sich auch sehr viele Hundezüchter, Biologielehrer und Forscher drin rumtreiben. Das heißt, wenn wir da uns irgendein wissenschaftliches Fauxpas leisten, dann sind sie sofort zur Stelle und kritisieren, was wir da dieses Mal nicht richtig eingebaut haben. Und mittlerweile kriegen wir auch immer mehr E-Mails von Lehrern, die gerne mit ihren Studenten das Game testen wollen. Viele Biologielehrer benutzen es, also zumindest in der Schweiz schon einige Biologielehrer benutzen es im Klassenzimmer, um Genetik und Evolution zu unterrichten. Und wir gucken jetzt auch gerade, wie wir das genau machen mit irgendwelchen Educational-Lizenzen, dass wir nicht jedes Mal einfach 30 gratis Steam-Keys rausschicken, so wie bisher. Und bei diesem ganzen Thema von Educational Games, was macht ihr denn jetzt? Also ich höre sehr oft, ja, das, was ihr da macht, ist doch eigentlich ein Educational Game. Und ich sage dann immer, nein, eigentlich zählen wir selber in die Entertainment-Schublade. Und man merkt dann auch zum Beispiel an Ausstellungen, kommen die Leute mit ihren Kindern und finden, ja, das ist doch mal noch was Kluges, das kannst du auch zu Hause mal noch spielen. Und diese Linie zwischen Entertainment und Educational Games scheint einfach riesig dick gezogen zu sein und die Leute finden, das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Sie werden auch sehr oft völlig unterschiedlich entwickelt. Also wenn man guckt, wo das Entertainment Game herkommt und wo das Educational Game herkommt, vielleicht aus Forschungsgeldern und so weiter. Und Educational Games, die sehr oft halt einen sehr stark definierten Lerninhalt haben. In Level 1 lernst du das, in Level 2 lernst du das. Finde ich, nützt sein Potenzial noch nicht so ganz aus. Meiner Erfahrung nach ist diese Linie viel, viel dünner und wir können die zwei Sachen viel näher aneinander bringen. Und ich hoffe, irgendwann finden wir raus, die Linie existiert eigentlich gar nicht. Danke.